Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Oder guten Tag, kann man so sagen. Wir haben jetzt gerade so kurz nach 12. Eigentlich wollte ich heute Morgen schon ganz, ganz früh losfahren. Eigentlich schon vor 2 Stunden. Um 10 Uhr wollte ich losfahren. Aber irgendwie beruflich musste ich noch sehr, sehr viel erledigen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Von daher, ja, jetzt bin ich endlich weg hier. Papierkram ist erledigt, soweit. So, ja, da haben sie mich erwischt hier im Verkehrsbotenbereich hier. Mit 18 km/h statt 7 km/h. Naja, sie haben ja recht. Man lernt nie aus. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ja, heute an einem Freitag, wo ich mir freigehalten habe, wo ich gerade 15 Euro bezahlt habe. Ratzifatzi ging das hier. Oh Mann, ey. Naja, so ist das halt, ne? Wenn man im Gedanken ist und halt hier erzählt, schon recht langsam fährt, aber trotzdem noch zu schnell ist. Naja, okay. Ja. Merkt man sich, macht man nie wieder. Im Verkehrsbrückenbereich, Klarlauf, gehen darum, verstehe ich hier. Gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, ich fahre jetzt eine schöne Runde hier. Ja, fahr Richtung Ahrtalsee. Laut meinem Navi hier bin ich um 14.41 Uhr da. Das heißt, in einer Stunde, zweieinhalb Stunden bin ich da. Werde aber 15 Minuten länger brauchen wahrscheinlich, weil ich vorher noch was erledigen muss. Das hat das gerade auch so ein bisschen aufgehalten, wobei das ging schnell gerade ein. Ne? Das hat 5 Minuten gedauert. Angehalten, bezahlt, EC-Karte, zack, weiter geht's. Passt das. So, keine Wendemöglichkeit. Das wäre schlecht. Kommen wir nicht rum? Kommen wir nicht rum. Schade. Okay, müssen wir unten rum. Ja. Ja, fahr auf jeden Fall jetzt Richtung Ahrtalsee. Darunter. Werde da ein bisschen was essen. Und werde, denke ich mal, im Dunkeln wieder nach Hause kommen. So wie wird es aussehen wahrscheinlich. Macht nichts, ich habe heute meinen anderen Helm auf, ich habe heute meinen Showy-Helm auf. Der mir noch treue Dienste leisten wird bis, ich denke mal, Februar nächstes Jahr. Da gibt es einen neuen Helm im Februar nächsten Jahr, da gibt es dann den HJC RPH 91. Ein Klapphelm, mein erster Klapphelm. Ich bin gespannt, was mich damit erwartet, was mich da erwartet mit dem Helm und so weiter. Aber heute halt mit dem Showy-Helm hier, weil klares Visier. Mein anderer Helm, der hatte halt Dings drauf. Ne, der hat halt ein getöntes Visier. Und wie letztens abends gefahren bin, war das nicht mehr schön. Macht doch keinen Sinn mit dem Helm. Und ja. Mit dem Helm hier schon so ein bisschen mehr jetzt. Beleuchtet, ich am Motorrad habe hier, ist das kein Problem. Kann ich auch heute Abend bis um 8 Uhr nach Hause kommen, rein theoretisch. Ich fahre einfach mal. Bin ich wieder dran jetzt hier, muss man so ein bisschen wieder den Kopf freiblasen, ein bisschen. Gerade sehr viel Arbeit, sehr viele Gedanken beruflich, die ich mir machen muss. Und da tut so ein Freitag mal früher Schluss machen doch ganz gut. Und da schauen wir einfach mal. So. Hat auf jeden Fall schon mal gut angefangen, der Freitag. Ganz gut angefangen, das heißt, Polizeikontrolle habe ich hinter mir. Ja. Na gut. So, ich fahre auf jeden Fall erstmal ein bisschen durch die Stadt durch, also ein bisschen, das wird für euch uninteressant sein, so denke ich. Von daher, schalte ich euch mal kurz weg und schalte euch wieder ein, wenn es ein bisschen ländlich wird.
wenn es schön wird. Und ihr wisst ja, wo es hingeht, Richtung Ahrtalsee. Und da gucke ich mal. Ne? Schauen wir mal. Ich sag mal, bis später. So, ja, eben wollten die Kameras gerade nicht so, wie ich wollte. Jetzt wollen sie wieder. Einmal neu verbinden, dann geht das wieder. Ja, ich bin jetzt gerade hier beim Pulverer gewesen hier. Pulverbeschichtung Trompeter, das ist bei uns um die Ecke hier. Ich möchte gerne das hier alles pulvern lassen, hier vorne so ein bisschen. Das hier pulvern lassen so ein bisschen. Und den Rest gucken wir mal. Den Rest lassen wir eventuell lackieren. Gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Gerade ein Angebot reingeholt. Hatte Spaß, was kosten würde. Mit Abbau, Anbau und so weiter, das mache ich alles, klar. Teile vorbeibringen. Und der Preis ist okay, der Preis ist okay. Ja, Ziel ist es, die Maschine vorne rum so ein bisschen dunkler zu kriegen. Dass die Maschine nicht mehr allzu hell ist vorne, so ein bisschen. Wir nachziehen ja so ein bisschen die Schraube hier, die Mutter, zack, jawohl. Dass die Maschine von vorne so ein bisschen, ja, dunkler aussieht, sportlicher aussieht, so ein bisschen wieder. Und das Chrom so ein bisschen untergeht. Ja. Das liegt jetzt an jetzt hier mit der Maschine. Na, einmal schön dann abgeben zum Pulvern. Dauert 2 Wochen ungefähr, hat er gesagt, weil die das noch nicht entlacken müssen, sondern da ist so eine Schicht drauf bei den GS manchmal, teilweise. Und dann kriege ich es wieder. Dann wird es wieder anmontiert, dran montiert und dann, ja. Und dann passt das. Ist okay, ja. Das heißt, wenn ich die Tage Langeweile habe, stell dran, viel Zeit habe ich nicht, weil die Herrschaften hier vorne, na komm, schaffen wir noch, weil die in 5 Wochen im Urlaub gehen, dann machen die zu, aber sie kriegen es vorher noch hin, haben sie gesagt, wenn ich Zeit nach vorbeibringe. Das heißt mal für mich 2 Wochen kein Motorrad fahren. Könnte ich zwar, wenn die Teile ab sind, aber nee, weil da hängen auch die Lampen unten dran von mir und nein, das möchte ich nicht. Von daher. Naja, ich bin gespannt, wie es hinterher aussieht, weil es wird nicht schwarz. Also wie es alle GS-Fahrer machen hier, ne? Alle machen ja dann vorne rum alles schwarz und so weiter. Nein, nein, das wird's nicht. Wir gucken mal. Nein, es wird auch nicht grün wie bei Walle und Tour. Grün wird es auch nicht. Aber es wird nicht schwarz. Lasst euch überraschen, dauert eine Zeit. Ich denke mal, wenn dieses Video kommt hier, ist das schon längst geschehen, weil ich gerade noch eines so wenige Videos zugange bin, so ein bisschen. Die jetzt, wenn das Video kommt, die ja alle vorbei sind. Diese Videos hier müsst ihr jetzt wahrscheinlich irgendwann dann jetzt im Dezember laufen, die Videos hier. Das hier, so denke ich. Und ja, die Maschine, fahre das ganze Jahr über die Maschine hier, von daher. Wenn ich mal 2 Wochen damit nicht fahren können dann mit der Maschine hier. Also 2 Wochen dann halt in der Ecke steht. Aber ich hätte ja noch eine Ersatzmaschine. Ich habe noch die M207, die hier stehen habe bei mir hier. Die Aprilia, die ist noch bis Ende November. Dann ist die, ja, Saison für die Aprilia auch zu Ende. Mit der hätte ich heute auch fahren können, eigentlich rein wettertechnisch, aber es ist mir einfach ein bisschen zu gefährlich. Eine Kurve, Laub, bisschen Nässe mit den Sportreifen. Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ja. Würde gehen, ich weiß, dass es gehen würde. Aber ich liebe es einfach jetzt bei den Temperaturen hier, mit Griffheizung hier an der Maschine hier. Mit Textilklamotten. Und schön aufrecht sitzen. Also wie gesagt, bei dem Wetter ist GS-Fahren für mich eigentlich immer so das richtig Schöne hier. Hat was. Generell ist GS-Fahren schön. Hätte ich nie gedacht. Ne? Ich habe immer gedacht, ich hole mir eine GS mit 60,
65, wenn ich in die Rente gehe. Ja. Ich bin noch keine 50 und hab eine GS hier. Die zweite schon. Ja, fahrt in die Probe. Lasst es. Ihr werdet begeistert sein. So. Machen wir vorne den LKW vorbeilassen, den weißen da vorne. Mit den Autos, die dahinter sind. Mal gucken wir mal. So. Insta läuft auch. Instagram, TikTok. Ah, das ist schön, herrlich. Das Schöne an der GS, die macht einfach all den Scheiß mit hier. Richtig schön hier, jawohl. Und noch eine Kurve. Herrlich. So, links sieht gut aus, rechts sieht auch gut aus und weiter geht's hier. So, ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich habe einfach mal jetzt hier Kalle entscheiden lassen, hier, wo es lang geht. Ich weiß den Weg da runter zum Ahrtalsee. Den kenne ich eher auswendig. Wird auch heute bestimmt Zweiteiler werden oder Dreiteiler bis dahin, weil das sind schon einige Kilometer. Und so 50-Minuten-Videos möchte ich eh nicht mehr machen. Das mache ich nur, wenn ich so auf Touren bin, irgendwie in Slowenien, sonst was irgendwie. Nächster geht's nach Sardinien. Da mal gucken. Mal schauen wir mal. Umdenken hier mit der Helmöffnung hier, weil das hier seitlich ist hier. Weil normalerweise habe ich immer mittig unten bei allen anderen Helmen. Bei Sonnenblende runter machen hier, jawohl, eigentlich schon sauber ist hier noch. Mein Gott. Ja, der Showy GTR 2. Ja. Der Helm gefällt mir nicht. Von den Windgeräuschen her nicht schön. Mache ich die Scheibe höher, ist es okay. Ich weiß nicht, wie es mit dem Helm auf dem Naked Bike ist, auf anderen Maschinen ist, aber bei der BMW hier sehr, sehr, sehr windempfindlich mit der Scheibe hier. Ich bin mal einen HLC-Helm von mir gefahren, auch sehr. Der war ganz anders, viel leiser auf der Maschine hier. Das war der RPH 70 war das. Ne? Der hat wunderbar funktioniert hier, der war leiser. Weil einfach der Wind dann irgendwie besser vorbeigeleitet wird. Und klar, ich kann die Scheibe höher drehen hier. Drehen wir mal die Scheibe höher, ein bisschen die Scheibe hier. Dann müssen die Windgeräusche auch so ein bisschen weggehen, die Windgeräusche hier. Jetzt ist die Scheibe ganz oben. Jetzt müsste es ein bisschen leiser sein hier. Aber dann kann ich schlecht filmen und ich sehe auch nicht so gut dann. Also na, ich kann zwar rüber weggucken, aber lieber habe ich es, wenn es denn so wie jetzt ist. Und ich auch ein bisschen Wind habe hier. So, weiter geht's. Wunderbar hier gerade. Okay. Aber auch wenn das Visier zu ist, habe ich immer viele, viele Windgeräusche so ein bisschen hier drin im Helm. Und das gefällt mir nicht. Ich lese mich ja immer viel ein. Und der Helm hier, der war wirklich, ja, der war richtig gut beschrieben, der Helm hier. Der alte Showy GTR, der war ja auch ganz gut schon gewesen. Aber dieser hier ist für mich jetzt nicht das, was ich mir erwünscht habe, erhofft habe. Aber gut. Er ist nicht schlecht, ne? Er hat Sicherheit, wenn man stürzt und so weiter. Es ist auch alles ganz gut soweit. Aber die Windgeräusche, ne? Ansonsten geht es.
zack, und weiter geht's. Ja. Ich bin gespannt. Und der neue HJC Helm, der jetzt kommen soll, der hat auch schon das neue Visier, das dickere Visier. Ist ja die neue regelkonform, die jetzt kommt, ne? Jetzt. Bei allen neuen Helmen da sein sollen, ne? Dass die Visiere dicker sind. Sind sie dicker im Grunde? Sind die Visiere stabiler im Grunde auch, dichten eventuell sogar besser ab vielleicht, sind leiser. Ja, einziger Nachteil halt, das Ding ist ein bisschen schwerer, das Ding auch dann. Ich glaube 1800 Gramm, glaube ich, wiegt der Helm dann. Naja, ich werde mich überraschen lassen, gucken wir einfach mal, na, was da rumkommt. Aber ich bin ja immer schon HJC-Fan gewesen, von daher. Von daher passt das. So. Bank, da oben geht ein Weg hoch. Wie kommt man denn da oben hoch an dem Weg? Das würde mich mal interessieren. Man geht ein Weg hoch da oben. Ich bin da immer neu oder immer offen für alles Neue irgendwo. Hier ist der Steinbruch, hier geht es nicht her bestimmt. Wenn dann oberhalb davon wahrscheinlich. So denke ich. Hier, das ist der Steinbruch hier hinter, das weiß ich. Naja. Sackgasse da hinten. Von da schaffen wir noch. Jo, wir schaffen das. Ah. Also diese Windgeräusche, die haben mich schon so ein bisschen genervt. In Frankreich, in Slowenien bei dem Helm fand ich schlecht, hier trotz Pinlock hat er beschlagen von innen drin immer wieder. Ich hatte nie richtig Gewicht gekriegt, also ich bin da doch ein bisschen enttäuscht von dem Helm hier. Na, so ein Tonhelm ist es für mich nicht. Da werde ich noch ein bisschen basteln müssen, weil Klapphelm und GoPro, mal gucken, wie ich das ein bisschen hinkriege. Ich habe schon so ein paar Ideen, was ich mache, aber da gucken wir einfach mal, ob die auch so realisierbar sind, die Ideen. Was ist hier los? Da muss aber irgendeine Veranstaltung sein, wie es aussieht. Jo, was haben wir denn hier? Werksverkauf zusätzlich. Hm.
2 Stunden Fahrt noch, da bin ich da. Wahnsinn. Ja, also nicht in diesem Video. Das wird mehrere Videos geben hier. Das ist sonst zu lang. Da muss ich merken, die andere Jacke, die ich vorher hatte hier, also ich habe ja so eine Meshjacke noch, die ich letztes Mal gehabt, die ist viel bequemer hier. Das hier, die schneidet mir so ein bisschen in den Hals hier. Das ist dann auch noch so eine Geschichte, die ich noch gucken muss. Weil die Jacke hier, die habe ich jetzt auch schon mittlerweile, habe ich die Jacke jetzt auch schon hier 4 Jahre von Vanucci. Regen kriegst du sie nicht, was ich immer dachte. So leicht Regen hält sie ab, kein Problem, aber wenn es stärker regnet, dann ist da auch Sense mit. Das haben wir jetzt in Slowenien gemerkt. Kretschnass, bis aber Knochen. Ach ja, 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 ja. Ja, so nach und nach gehen wir sich immer ein bisschen mehr Sachen besorgen, anschaffen, die dann irgendwann auch was taugen. Wenn du alles gefunden hast, dann ist ja gut. Das darf dir nur nicht kaputt gehen. Hallo! Er grüßt dich. Ja gut, der hat ja noch wie so ein Hase. Also. Am Lenker. Na, Autofahrer, siehst du mich nicht? Nur was sagen, ja, ne? Sechs Mal Zuschauer, zweimal eingeschaltet vorne. Und ganz schwach eingeschaltet und nicht mal richtig hell eingeschaltet. Ja, jetzt so tagsüber hier hätte ich jetzt auch meinen anderen Helm nehmen können, aber weil es dunkel wird. Ich war einfach nur zu faul, aber gut. Hätte ich mir jetzt 5 Minuten Zeit nehmen müssen, das Visier umzutauschen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Hätte ich mal meinen anderen Helm nehmen können. Naja, wenn ich die Tage dran machen. Und dann kann schon sein, dass dieser Helm jetzt hier zum letzten Mal. Heute bewegt mich der Helm hier. Und dann mal gucken, ob ich ihn bei eBay reinschmeiße. Ob ich mit zur Seite lege. Mal gucken. Falls mal einer kaputt gehen sollte, habe ich noch einen als Reserve hier. Zumal er mir auch schon mal hier leicht runtergefallen ist. Minimale Kratzspuren hat. Aber nur leicht runtergefallen, nicht schlimm runtergefallen. Naja. Ja, also wie gesagt, ne, also ihr werdet Videos auf jeden Fall von mir noch durchgehend sehen, Videos hier. Das ganze Jahr über jetzt hier, wenn das Wetter passt im Grunde. Bin ich drauf hier, wenn die Umbauten hier vorne gepulvert werden, das kriegt ihr gar nicht mit. Ich werde mal ein Bild reinschmeißen bei Instagram im Grunde, was wahrscheinlich schon lange drin ist hier, wenn das Video kommt hier. Wie die Maschine blank aussieht, ohne Anbauteile. Ja, ich könnte jetzt schon, heute ist Freitag, ich könnte jetzt am Montag schon die Teile vorbeibringen. Und dann werden die in 2 Wochen fertig, die Teile. Und dann wieder ranschrauben. Gucken wir mal. Das Maschinchen nochmal schön in der Garage reinfahren. Auf die Hebebühne drauf. Dass ich überall drankomme, alles abschrauben kann. Dann passt das. So, ich schalte mal weg hier. Ist ein bisschen langweilig gerade hier, so ein bisschen hier mitten im Stau. Ich bin dann gleich wieder da. Bis später.